My brother went down this shaft a few days ago, and I'm worried. I need you to go in after him and bring him back to me alive. It could be dangerous, but if anyone can do it, it's you. Now, are you ready? Zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded und um genau zu sein zu der 200. Folge. Wir haben ein kleines Special, ich habe in der letzten Folge ja eine Umfrage gestartet und jetzt fragen sich vielleicht einige, die diese Umfrage so ein bisschen verfolgt haben auf sämtlichen Portalen, wo zum Teufel ist die Facecam, denn eigentlich hat die Facecam gewonnen. Zu meiner Verteidigung, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, habe ich da ziemlich leicht geredet oder mir ziemlich leicht geredet, denn ich habe hier an meinem ganzen Setting und so weiter komplett alles verändert. Dadurch haben sich die ganzen Lichtverhältnisse an meinem Schreibtisch verändert und dadurch ist es für mich nicht mehr so einfach, den Greenscreen zu beleuchten. Ich habe mir da schon was einfallen lassen. Das Ganze ist momentan per Post unterwegs. Und ja, deswegen kann ich jetzt erstmal nicht mit Kamera. Ich hätte euch zwar auch einfach ohne Greenscreen einen ganz normalen, ein ganz normales Kamerafenster irgendwo oben hinklatschen können, aber das mag ich persönlich nicht so gern. Ich finde, das nimmt auch sehr viel Platz vom Bild weg. Deswegen arbeite ich immer jetzt viel, viel lieber mit Greenscreen, seitdem ich mal angefangen habe, mit Greenscreen zu arbeiten. Und ja, deswegen gibt es jetzt erstmal keine Kamera, aber ich verspreche euch, dass es auf jeden Fall, dass die Kameraaufnahmen mit Skyrim auf jeden Fall noch folgen werden. Wir werden das dann einfach mal zwischendurch, so ein Paladiner-Weekend oder vielleicht auch zwei oder drei machen mit Kamera dann. Dieses Paladiner-Weekend, also die 200. Folge und genau, das ganze Wochenende sozusagen, wird es jetzt also den zweitplatzierten Gewinner sozusagen geben und das war die Quest-Mod. Tatsächlich haben sich die Stimmen nicht so weit unterschieden, also es waren sehr, sehr viele Stimmen für Facecam und fast genauso viele Stimmen für die Quest-Mod, deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wir jetzt die Quest-Mod machen, die ich hoffentlich, wenn ich es jetzt nicht vergesse, sie schiebt sich gerade schon wieder ihr Schild in den Mund. Wenn ich es jetzt nicht vergesse, dann werde ich euch das gerade rechts oben einblenden, um welche Quest-Mod es sich handelt. Dazu kann ich leider nicht viel sagen, denn ich kenne auch nur das, was ihr bis jetzt so von mir vom Trailer gesehen habt. Ich habe selber noch nicht wirklich reingeguckt, ich wollte mich nicht spoilern. Ich habe auch nicht wirklich viel darüber gelesen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich kenne sie schon seit dem alten Skyrim, also seit Skyrim Legendary. Ich habe sie aber selbst nie installiert und habe sie selbst auch nie ausprobiert. Ich habe nur sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und sie zählt eben zu einer der größten Quest-Mods überhaupt. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, habe ich auf der Seite des Mod-Autors von dieser Quest-Mod gelesen, dass derjenige sich so hervorgehoben hat mit dieser Quest-Mod, dass er ein Jobangebot bekommen hat und das Ganze jetzt hauptberuflich macht. Sowas freut mich immer wahnsinnig, wenn ich dann sowas höre, denn unter den Moddern, muss man schon sagen, sind einige sehr, sehr talentierte Leute dabei. Hat mich wahnsinnig gefreut, das als kleinen Fun-Fact so zwischendurch. Und genau, Mods habe ich jetzt nicht wirklich viel installiert, weil ich eben dieses Paladiner-Weekend, weil es eben so ein Special ist, wegen den 200 Folgen, wollte ich da jetzt nicht wirklich viel am Anfang reden, was ich, glaube ich, jetzt trotzdem schon wieder mache. Aber ich wollte euch jetzt nicht zutexten mit, ich habe schon wieder 10.000 Mods installiert. Ich habe nur zwei kleine Mods installiert und das sind Texturen-Mods. Und zwar die Textur-Mod, die müsste man hier vielleicht, glaube ich, sogar sehen, wenn wir mal kurz rausgehen. Genau, oder hier sieht man es eigentlich auch schon. Genau, ich habe euch ja das letzte Mal gesagt, dass ich vergessen habe, diese Road Texture, die Straßentextur, die neue, die ich haben wollte. Jetzt gerade Schlechtwetter. Die habe ich jetzt installiert. Und die ist tatsächlich sogar für Blended Roads. Blended Roads hatte ich ja vorher. Das heißt, ihr könnt Blended Roads installieren, wenn ihr das haben wollt. Die arbeitet ja sehr, sehr gut mit Majestic Mountains zusammen. Und dann könnt ihr das sozusagen als Texturmod für Blended Roads. Ihr könnt es aber auch ohne Blended Roads benutzen. Ich mag tatsächlich die... Vielleicht zoome ich mal ein bisschen ran, was ich gerade irgendwie nicht kann. So, es reimt sich sogar. ich finde die Texturen sehr, sehr schön, gefallen mir wahnsinnig gut. Genau. Und die zweite Texturmod, die ich gemacht habe, ist... Man sieht es vielleicht ein bisschen an der Zwergenrüstung. Wir tragen Zwergenrüstung, passend zur Questmod. Die wird nämlich sehr viel... warum guckst du das Hühnchen da hinten so an? Lass unser Hühnchen in Ruhe. Gregor, sei lieb.
Genau, die wird nämlich größtenteils in Zwergenruinen stattfinden. Zumindest das, was ich so aus den Trailern und so weiter gesehen habe. Und deswegen habe ich unsere Zwergentexturen, Dwemer-Texturen, wie auch immer, nochmal ordentlich aufgemotzt. Mit der Mod, einen Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich kann es mir wieder nicht merken. Glorious Dwarven Metal, so heißt diese Texturen-Mod. Die habe ich damals auch schon sehr, sehr gerne im alten Skyrim benutzt. Who do you think would win in a fight? A dragon or 1000 angry chickens? Now that's a fight I'd pay to see. Ja, okay, wer würde gewinnen? Ein Drache oder 1000 wütende Hühner? Er würde dafür bezahlen, diesen Kampf zu sehen. Ja, allerdings Inigo dafür. Er riecht es, wie die Dinge wachsen. Das kann ich mir bei einer Katze sogar vorstellen. ja, genau. Dwarven Textures habe ich sozusagen aufgebessert. Und die Straßentextur habe ich hoffentlich auch jetzt rechts oben eingeblendet. LH's The Roads of Skyrim heißt das. In 2K habe ich das installiert. Genau, und du guckst immer noch unser Hühnchen an. Gregor, es war wirklich schön mit dir, aber die Questmod, die wir jetzt gleich angehen werden, die empfiehlt es eigentlich, auf Begleiter zu verzichten. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, wie weh es mir tut, Begleiter zu entlassen. Beziehungsweise ganz ohne Begleiter zu sein, vor allem ohne Inigo. Wenn es ganz schlimm wird und ich es nicht mehr aushalte, dann kann ich Inigo immer noch hinterher teleportieren. Aber, Gregor, du musst uns erst einmal verlassen. Ich habe leider kein Foto für dich. nein. Warte, hier trennen sich unsere Wege. Wie ihr befehlt, Tane. Ich warte in der Weißen Halle in Dämmerstern, bis ihr mich wieder braucht. Ja, das ist nicht ganz richtig, denn er wartet da vorne, denn da habe ich ihm sein Zuhause zugeteilt. Wir haben ihn schon mal zu uns auf den Hof geholt, um dann entsprechend Rosen zu verteilen. Nein, natürlich nicht. aber ich wollte ihn ganz gerne bei uns haben, falls wir uns entscheiden, was wir noch nicht getan haben. Denn die Paladiner-Männerschau wird auf jeden Fall noch weitergehen, aber nicht dieses Wochenende. Inigo, es tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen. Ich habe, glaube ich, noch nie, das Paladiner-Weekend läuft, glaube ich, grundsätzlich seit der 5. Folge oder so mit ihm. Und jetzt, you're right, I walk. Inigo, es ist Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Okay, if you need backup, I will be in my cell, repenting. Och, Inigo, er geht wieder zurück in seine Zelle. Ihm kann man leider nicht zuteilen, dass er hier wohnen soll. I am a lonely traveler, traveling through this land. I have traveled through icy caves and over scorching sand. Och, Inigo, das tut mir jetzt noch mehr weh, dich gehen zu lassen. Das ist wirklich ein sehr trauriger Abschied, aber ich würde das ganz gerne eben beherzigen, dass wir das Ganze erstmal ohne Begleiter machen, wenn es ganz schlimm wird. Wie gesagt, er singt da vorne vor sich hin. Ach, Inigo. Ja, ich habe eben, wie gesagt, auch eine Zwergenrüstung passend zur Questmod angezogen. Die passt auch sehr, sehr gut jetzt zu unserem lila Umhang, den wir im letzten Weekend ja ergattert haben. Denn hier sind auch so ein paar lila Elemente, finde ich sehr, sehr schick. Es ist, wie gesagt, wieder eine Variation der Zwergenrüstung von Book of UUNP. Ihr werdet sie wahrscheinlich noch ganz, ganz oft bei mir sehen. Und ja, an dieser Stelle werde ich, glaube ich, mal kurz eine kleine Einblendung machen, wie die ganze Quest startet. Denn das ist leider schon passiert, als ich mich hier angekleidet habe. Da kam auf einmal der Kurier um die Ecke und hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt und hat Folgendes damit ausgelöst. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe hier einen Brief für euch. Das war's dann wohl. Ich muss los. Riches beyond imagining. I found these words inscribed in ancient dwarven ruins in the Reach. I believe they mark the entrance to a forgotten city. My brother went in a few days ago and hasn't returned. I need someone I can count on to go in after him and bring him back alive. I've heard great things about you, which is why I'm asking for your help. I'll be waiting for you in the ruins. Please hurry. And remember, riches beyond imagining. Cassia. Ja, also, ein Mädchen sucht ihren oder versucht ihren Bruder wiederzufinden.
der sich in eine alte Zwergenruine gewagt hat und hat uns um Hilfe gebeten, weil wir recht qualifiziert scheinen und hat uns viele Schätze versprochen und hat es nochmal betont, viele Schätze, unvorstellbare Schätze sogar. Und da lässt sich die Paladina natürlich nicht zweimal bitten. Nachdem sie sich eh schon in Gold gekleidet hat, würde ich sagen, wir wagen das Abenteuer und starten dahin, wo wir hin sollen. Und sie ist auch schon markiert, die Quest. Trefft Cassie in den vergessenen Ruinen. Und genau da müssen wir hin. Das Problem ist jetzt, toll, dass ich unsere Begleiter entlassen habe. Jetzt müssen wir uns erstmal alleine durchschlagen. Ich würde sagen, wir gehen von Dushnigyal aus am besten. Dushnigyal. Und es ist Nacht. Es wird Nacht. Ich warte mal gerade ein paar Stunden, damit wir auch was sehen. Denn der Weg dahinter, den habe ich schon ausgekundschaftet mit einem anderen Char, weil ich mich jetzt eben nicht ganz so dumm anstellen wollte und den dann am besten nicht finde im Baladiner Weekend. Genau, deswegen habe ich schon mal grob geguckt, wo der ist. Also auf. Und wir sind ganz alleine. Und ich hatte es jetzt letztens zu dem Teaser hierzu schon gesagt. Ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass wir wirklich schon, in Anführungsstrichen, 200 Folgen geschafft haben vom Paladina Weekend. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich die allererste Folge davon aufgenommen habe und... Warum wird uns der nicht als Feind angezeigt? Wo ist mein Schwert? Ja, wir haben natürlich auch eine neue Waffe, die ich einfach optisch passend dazu machen wollte, dass sie so ein bisschen zwergisch aussieht. Sie ist einfach, er fühlt sich von uns nicht wirklich beeindruckt und rennt wieder weg. Nein, ich habe keine Cheats an. Alles ist gut. Möchtest du bitte zurückkommen, Wolf? Was ist denn los mit dir? Ich meine, ich muss nicht mit dir kämpfen. Wo will er denn hin? Oh. Oh nein, Rieklinge. Okay, da gehen wir mal besser. Mit denen muss ich jetzt nicht unbedingt was zu tun haben. Rieklinge mag ich nicht so gern. Vor allem nicht alleine. Ja, uah, was bist du denn? Bürstenrücken. Okay, das schaffen wir auch ganz gut alleine. Und dann kommt die ganze Wolfsarmee. Die irgendwie alle grün leuchten. Also denke ich mal, ist irgendwo ein Zweigling in der Nähe, der sich die zu Hilfe gerufen hat. Ich möchte eigentlich gar nicht mit euch kämpfen, aber ihr lasst mir keine Wahl. Oh, der ist schon tot. Grausamer Timberwolf. Werden wir natürlich alles looten. Wildschweinfleisch. Mmh, yum. Wildschweinhauer. Oh je. Ja, da ist er. Oh, es ist sogar ein... Ist das ein Matriarch? Zweigling Matrone. Ja, okay. Das ist die weibliche Form vom Matriarch. Genauso schlimm. Gucken wir mal, ob wir das alleine auch gebacken kriegen. Okay, vielleicht nebenbei ein bisschen heilen. So nicht, Matrone, so nicht. Ich brauche Inigo. Weil jetzt fängt, glaube ich, gleich an, sich zu heilen. Wenn wir es nicht unterbunden bekommen. Na, komm schon, nicht heilen. Oh, gut. Fallwurzel, oh, 3 Stück davon. Da vorne ist noch irgendwas. Noch? Oh, noch 2 Zweiglinge. Überhaupt nicht übertrieben. Okay, wir heilen uns mal kurz ein bisschen. Ja, komm mir ruhig hinterher. Ach, ein normaler Zweigling. Na gut. Das sollten wir noch hinbekommen. Wir sind so tapfer. Ohne unsere Begleiter. Ich bin tatsächlich auch in, wenn ich privat spiele, bin ich ja meistens sowas wie ein Jägerlein oder so, oder ein Dieb. Ja, manchmal muss die dunkle Seite uns durch. selbst da bin ich immer eigentlich mit Begleitern unterwegs, die dann so ein bisschen auf mich aufpassen. Nicht den Berg runterrollen. So. Soll ich dich denn sonst so treffen? So, dann heilen wir uns nochmal. Kommen auch wenigstens mal unsere Heilfähigkeiten zum Guten.
Das schaffen wir, wenn wir mit unseren Begleitern unterwegs sind, eigentlich selten. Weil wenn wir dann auf die Mütze kriegen, dann kriegen wir immer so richtig auf die Mütze. Was haben wir hier? Eisenerz. Nehme ich tatsächlich... Kann während eines Kampfes nicht. Toll, weil ganz da hinten uns die Rieglinge wahrscheinlich doch gesehen haben. Hervorragend. Dann halt nicht. Eigentlich ist uns Eisenerz ausgegangen, wollte ich gerade sagen. Deswegen wäre es nicht so verkehrt, wenn wir nochmal ein bisschen was mitnehmen. Aber dann halt nicht. Rheinwasserpassage. Da wird zumindest mal entdeckt. Aber für uns geht es, glaube ich, hier unten ans Wasser, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, wo war ich stehen geblieben? 200 Folgen. Ich kann mich, wie gesagt, noch sehr, sehr gut an die allererste erinnern, die ich aufgenommen habe. Wo ich noch, ja, sehr, sehr... Huch, da war kurz das Licht wieder weg. Wo ich noch sehr, sehr viel Panik hatte, so vor dem großen, weiten Internet und der Reaktion auf meine Videos. Und jetzt haben wir mittlerweile 200 Folgen davon gemacht. Und ein paar Guides und Sonderaktionen und was weiß ich nicht alles. So, da vorne müssen wir hin, Paladina nicht ertrinken. Wobei, wir haben, glaube ich, auf der Kopfverzauberung haben wir wieder... Was? Ach, ein Drache! Oh Gott! Ich dachte gerade, das käme hier vom Eingang. Müssen wir uns mit dem Drachen jetzt noch anlegen eigentlich? Okay, was ist denn da? Was ist denn hier los, sag mal? Rieglinge. Und der Drache. Okay, dann holen wir uns mal kurz Drachenfall. Ich weiß zwar nicht, ob wir... Goblin-Berserker. Okay, kein Riegling. Aua! Hi, Drache! Ich bin hier gerade noch beschäftigt. Du aber offensichtlich auch. Das ist gut. Du kümmerst dich erstmal um die Goblins und ich kümmere mich um dich. Ist das ein Deal? So, willst du, wir machen mal eben eine... Wir machen mal eben eine Questmod, hat sie gesagt. Ja. Und sterben, weil der Aschendrache uns einfach mal nahezu zerlegt. Und ich natürlich nicht gespeichert habe. Kann ich gerade mal speichern? Ja, gut. Aschendrache, möchtest du wieder runterkommen? Da oben bringt mir das nicht viel. Wisst ihr was? Damit wir nicht zu viel Zeit vertrödeln. Ja, wir fliehen jetzt vor dem Drachen. Ich möchte diese Quest mit jetzt gerne starten. Es sind schon wieder 17 Minuten circa rum. Also bei meiner Aufnahme zumindest. Wir gehen jetzt da rein. Oh ja, gut, dass es hier nicht dunkel ist. Gut, dass die Kampfmusik jetzt dauerhaft wütet, weil da draußen dieser blöde Drache ist. Verdammt, geht doch mal raus. Das ist jetzt... direkt Wasserfall vom Gesicht. Das ist jetzt wirklich ärgerlich, aber ich glaube, wir müssen uns dem stellen, sonst haben wir jetzt keine Ruhe da drin. Ja, Drache. Ich komme gerade nicht so raus, weil meine Rüstung ist so schwer. Hi! Er möchte uns ja eigentlich auch nicht aus den Augen verlieren. Das ist blöde. So. Ja, hallo. Der wird uns gleich so grillen. Aua. Locken verbessert auf 100. Juhu. Ich kann nicht zuschlagen, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Wir arbeiten mit kräftiger Heilung. Aua, der tut aber auch ganz schön weh. Nein, komm zurück. Ach, ist das ärgerlich. Heilen nochmal ein bisschen gegen. Jetzt landet er natürlich wieder da hinten. Das ist tatsächlich, das ärgert mich bei diesem Drachenfallschrei jedes Mal. Oh nein, er hat eine Ziege getötet. Dass er halt nicht... Also, dass es nicht bedeutet, dass er hier landen soll, sondern dass er dann irgendwo landet, wo er landen kann. Und es gibt halt so viele Punkte, wo die dann landen können. Ja, genau. Komm runter jetzt. Sofort. Nicht da hinten. Komm her zu mir. Stell dich mir wie ein wahrer Drache. Beiß mir bitte nicht den Kopf ab, das wäre super freundlich.
schon wieder gleich keine Ausdauer mehr. Aua, man muss immer so ein bisschen aufpassen, warum ich dann immer so stark gegenheile direkt. Ich glaube ab 30% oder 25%, ich weiß es nicht mehr. Machen wir mal die Regeneration an. Haben wir nicht auch so eine schwere Rüstung verstärken? Machen wir auch mal kurz. Können die einen dann eben finishen? Nicht aufs Höschen gucken. Komm schon. Wir sind noch nicht fertig. Aua. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Es ist furchtbar. Aber können wir blocken? Tut er uns nicht so gut. Und nochmal anbrüllen zur Sicherheit. Der am besten gar nicht erst auf die Idee kommt. Na komm schon, einmal du. Zwei, dreimal wir. Du bist wieder dran. So geht das ganz gut. Na los, wir haben dich doch fast. Stirb, elendiger Drache. Eieiei, schwere Geburt. Nein, jetzt rutscht unser Loot darunter. Schnell looten. Vulkanglas-Streitaxt. Ich will gar nicht wissen, wo er die her hat. Ja, Aschedrache. Wunderschön, oder? Dadurch, dass er hier gerade so runtergerutscht ist, ist er sogar ziemlich cool gestorben, muss ich sagen. So. Hätten wir das auch erledigt? Ich speichere mal sicherheitshalber, damit nichts Schlimmes passiert. Oh Mann. So, dürfen wir uns jetzt endlich unsere Questmod widmen, ja? Das ist sehr freundlich. Was ich an dieser Stelle noch dazu sage, sollten wir... Was liegt hier rum? Ein Krug. Warum liegt hier ein Krug? Hat er hier irgendjemanden verspeist, der gerade einen Krug in der Hand hatte? Sollten wir die Questmod dieses Paladino Weekend nicht schaffen, dann werde ich das natürlich nicht abbrechen, sondern dann werden wir die einfach in den Folgen darauf beenden. Denn ich möchte ja auch wissen, wie es weitergeht und ich möchte die Questmod ja auch ganz gern selbst abschließen. Also da keine Sorge, dass es dann nur diese drei Folgen gibt, wenn sie eben nicht in diesen drei Folgen beenden. So, dürfen wir jetzt endlich, ja? Ich weiß zwar nicht, ob ich will. Hallo, Tod das Giver und hallo, selbst öffnende Tür. Steht da unten jemand? Sieht fast. Toll, die Tür ist wieder zugegangen. Hi, du. Das ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Na? That's close enough. Who are you? Ach so, ja, ich bin Diamond, ich habe euren Brief bekommen. Oh, it's you. I'm so glad you're here. Look, I don't know how much time we have left. My brother went down this shaft a few days ago and I'm worried. I need you to go in after him and bring him back to me alive. It could be dangerous, but if anyone can do it, it's you. Now, are you ready? Was? Wir sollen da jetzt unten rein? Was? Ich weiß noch nicht mal, wie der Schacht aussieht. Warum soll ich da reinspringen? Sind wir verrückt? Ich habe einige Fragen. Alright, but please hurry. Also, was genau ist hier eigentlich passiert? Well, we came here hoping to find something valuable to pay for carriage back to Cyrodiil. Altrius went down the shaft, but he asked me to stay here. Und warum seid ihr nicht runtergegangen? Because he made me promise I'd stay here and wait for him, no matter what. And I keep my promises. Well, except as far as the Legion is concerned. Die Legion? Wer seid ihr? My name's Cassia. My brother and I came to Skyrim from Cyrodiil with the Imperial Legion. But we took a break to explore these ruins. Also seid ihr beide Deserteure? We didn't want to get involved in this stupid war in the first place. We only came here because we were conscripted. But our unit was wiped out by Nords and those forsworn savages, and we saw a chance to get away from the fighting altogether. So we took it. Also ja, Deserteure, aber das sehen wir mal nicht so eng.
Und warum habt ihr ausgerechnet nach mir schicken lassen? I was in Markarth looking for help. When I heard people talking about you and all the loot you've been trading with merchants all over Skyrim, I figured you'd be interested in exploring these ruins, so I asked a courier to track you down. And here you are. Ja, das, ja. Okay, das waren erstmal alle Fragen. So you're ready to go now? Nein, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Aber ja. I knew I could count on you. Now quickly, go! Hetz mich mal bitte nicht so. Ich möchte erstmal staubiges Tagebuch. Da oben ist irgendeine Inschrift, die ich super lesen kann, weil meine Augen sind topfit. Wie sieht's bei euch aus? Könnt ihr das da oben lesen? Dann ist es wahrscheinlich nicht so viel verlangt, mir das mal eben in die Kommentare zu schreiben. So, was hat sie denn hier? Ein Apfel. Leere Weinflasche. Ja, das ist... Darf ich mal kurz in deine Kiste gucken? Nur um sicher zu gehen, dass wir es hier nicht mit irgendwas Bösem zu tun haben. Könnte ja sein, dass sie hier irgendwelche... Dass sie hier die Knochenteile ihres Bruders versteckt hat. Wissen wir das? Das müssen wir jetzt auf jeden Fall überprüfen. Sie hat 6 Gold. Die nehmen wir mit. Holzschwert. Höhlenbärenpelz. Pferdefell. Okay, warum hast du da Kinderklamotten drin? Spitzhacke und Holzfäller-Axt. Sie hat sich hier scheinbar ein bisschen gemütlich gemacht. Okay, dann lesen wir jetzt erstmal das tiefe staubige Tag. If you are reading this, you stand at the entrance to an ancient dwarven city. No doubt you have never heard of it, for in all my travels and all my study, I have never read of it in any text, save for the inscription here. It reads, those who seek refuge will find peace here, basking in the sun under the ground. Those who seek gold will find riches beyond imagining, but will pay for this folly with their lives, for there is no return to the world of man. Is it possible there is life down there? Is it possible the dwarves are still alive after all this time? As I stand here on this precipice, war raging all over Tamriel, my mind is made up. Today I take a leap of faith. Beloved reader, perhaps one day you will join me. Consider this an invitation or a warning. Ja, das kennen wir ja schon aus meinem Teaser mit Hellus. 11. Sonnenaufgang, 4. Ära 190. Nehmen wir mit. Sicher ist sicher. Und das ist dann wahrscheinlich die Inschrift, die er meinte. Warum liegt hier auch ein totes Skiver? Warum ist hier das plötzliche Skiver-Sterben ausgebrochen? Tja, nun, Cassia. Du bist wunderschön irgendwie, auch wenn ich nicht so Kurzhaarfrisuren mag bei Frauen, ehrlich gesagt. Aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Also die Tafel konnte ich auch nicht anklicken, oder? Nein, das ist einfach die Tafel. Ich frage mich, ob der Mod-Autor da wirklich in Drachenschrift das hingeschrieben hat, was wir da gelesen haben. Ich speichere sicherheitshalber. Cassia. Bye. Wir kennen uns nicht lange, aber war schön mit dir. Oh je. Die vergessene Stadt. Erkunde die vergessene Stadt nach einem Weg hinaus. Ja. Der gleiche, den wir gekommen sind, auf jeden Fall nicht. Ich fühle mich so verlassen und einsam ohne unsere Begleiter, ohne Inigo. Ach ja je. Es wäre sehr, sehr schön, wenn der irgendwie auf diese Mod noch eingesprochen wäre. Aber hier wurde schon geplündert offensichtlich, oder? Hier muss ich jetzt nicht wirklich aufmachen. Warum machen wir so einen Lärm, sag mal? Stecken die Waffen mal weg. Auch wenn ich gerade ein bisschen unsicher bin. Ein paar Sachen wurden hier geplündert, offensichtlich. Überall liegen die Toten. Twema Kriegsaxt. Ich nehme sie mal mit. Eigentlich wollte ich hier nichts klauen, aber ich nehme sie mal mit. Warum haben wir denn hier teilweise so laute Schritte?
vergessene Stadt. Steht da vorne jemand? Es ist verdammt dunkel. Aber ich hatte es ja auch schon in meinem Teaser gesagt, ich finde die Musik jetzt gerade schon sehr, sehr schön. Warum liegt da eine verbrannte Leiche? Ach, Igitt. Okay, wir gehen erstmal da vorne hin. Da liegen lauter verbrannte Leichen. Das Spiel hat einen eigenen Soundtrack. Ein eigenes Orchester hat das Ganze sozusagen eingespielt. Sehr, sehr cool finde ich das. Leuchtet auch irgendwas. Wir gehen erstmal... Ach nein, da hängt jemand. Sucht die Leiche des alten Mannes nach einem Abschiedsbrief. Ja, optional. Das Spiel hat sehr viele verschiedene Enden offensichtlich. Und es ist nicht linear. Das heißt, wir können so gehen, wie uns das beliebt sozusagen. Wir sind jetzt nicht an eine gewisse Art und Weise gebunden, wie wir das hier lösen müssen, was wir uns als erstes angucken müssen. Alter Mann. Ein kaiserlicher. Nachricht des Selbstmörders. Okay, wie hat er das Seil da oben festgemacht? Nachricht des Selbstmörders. To whoever reads this, I am so sorry you had to find me like this. And worse, that you will share my fate. I have spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. But there are only two choices. Death, or the door to the house on the lake. I made the mistake of opening that door. I thought I could help them, if I found the right one, but whatever I did, it took me right back to that lake house. In the end, all I learned is that some things are worse than death. I urge you to learn from my mistakes. Best to take your own life now, then find out what awaits you beyond that door. I've locked it and hidden the key. I'll guard it with my eternal soul if I have to. But I fear even that will not be enough. For the lake house calls to you. And when it does, you must not listen. Altrius. Altrius, das ist der Bruder. Aber warum ist er alt? Sie hat doch gesagt, ihr junger Bruder. Sie sucht die Leiche des alten Mannes nach dem Abschiedsbrief, beschafft den Seehausschlüssel von Altrius Geist auf dem Balkon der Zitadelle. Okay, also, einen Moment. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich diese Taste öffnen. Okay. Das ist ihr Bruder. Wir haben ihren Bruder schon gefunden. Ja, Questmod erledigt. Auch mit der Weinflasche. Er hat sich erstmal Mut angetrunken dafür. Warum hat er denn Selbstmord für die beste Option gehalten? Was? Kartoffelmondschein? Was ist denn Kartoffelmondschein? Kann man das trinken? Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang 30% langsamer. Kartoffelmondschein. Ja, das gibt's bei uns auch so zu kaufen. Dawned Drawn. Ach, Pawned Drawn. Okay. Scalp-Gestell kann man benutzen. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen... zugehangen. Überall sind immer noch diese verbrannten Leichen. Okay, er wollte... Warum ist das... Ach so, es liegt... Okay, auf dem Kopf. Was steht da drauf? Belator's General Goods? Aber Belator hat doch seinen Laden in... Weißlauf, oder? Bin ich jetzt total durcheinander? Wow, da vorne ist auf jeden Fall ein Wächter. Ich speichere sie jetzt einfach nochmal. Hallo? Bist du aktiv? Nein? Besser ist das für dich.
Dann gehen wir mal nach da oben erstmal, würde ich sagen. Optionales Questziel wird verfolgt. Zitadelle. Das Haus am See ist dann wahrscheinlich das da hinten. Okay, jetzt bin ich gerade neugierig. Was haben wir denn da hier unten noch? Sind hier auch überall geschlossene Läden, oder? Okay, die Tür kann ich nicht benutzen. Sind die Straßentexturen nicht schön? Kann ich auch nicht benutzen. Huch. Alter Sack. Ja. Nein, ich habe niemanden beleidigt. Feine Schuhe. Da oben ist es einfach nur stockfinster. Uah, Skiva. Huch. Na, das ist aber... du verträgst aber nicht viel. Okay, jetzt habe ich Angst, nach da oben zu gehen. Wir gehen erstmal nach da hinten. Wir gehen erstmal zu dem optionalen Ziel, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, inwiefern man sich dann hier was verbauen kann, sozusagen, wenn man dann einem Ziel nicht nachgeht oder so einem optionalen Ziel und man dann ein Hauptziel auslöst. Deswegen gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Zitadelle. Meinte, hat sich da vorne gerade was bewegt? Und auf einmal geht hier das Licht an. I was in your shoes once, a lifetime ago. I remember the way the lake house calls to you. Okay, ich weiß zwar gerade nicht, warum wir keinen Untertitel haben. Aber ich guck gerade mal kurz, ob wir die denn aktiviert haben. Normalerweise müsste ich alle aktiviert haben. Sonstige Untertitel? Ja, ich habe alle Untertitel an. Er kann sich auf jeden Fall noch sehr gut erinnern, als er hier war und das Haus am See das erste Mal nach ihm gerufen hat. Hier kann man rein. Ihh! Bäh, erstmal schön durch die Spinnenweben. Sind hier überall Türen? Das ist ein Labyrinth, bitte nicht. Oh je. Okay, ich werde mal ganz kurz Karte. Es sieht ein bisschen labyrinthmäßig aus, die vergessene Stadt. Uns wird aber angezeigt, dass wir rausgehen sollen. Schaff den Seehausschlüssel von Altrius. Ja. Das würde ich auf jeden Fall gerne versuchen. Ich habe Angst, hier irgendwas zu nehmen. Oh Gott. Ich habe nur den roten Punkt gesehen und dachte, er hier ist aktiv, aber scheint nicht so. Wir schlagen einfach mal jeden, um sicher zu gehen, dass er auch nicht aktiv wird. Okay, hier geht's wieder zurück. Denke ich. Die vergessene Stadt. Dann würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen nach oben, denn es heißt ja irgendwie Balkon. Sehr schön, hier ist eine verbrannte Leiche. Die Tür nehmen wir. Hallo. Ach, das ist nur ein kleines Zimmer. Leere Weinflasche. War das auch wieder dieser Kartoffel... Was war das? Kartoffelschnaps? Ich weiß es nicht mehr, was es war. Stehlen? Ja, stehlen will ich eigentlich nicht, aber... Wollen wir stehlen? Nein, wir werden nicht stehlen. Ich hoffe, ich verbaue mir dadurch jetzt nichts, dass wir nicht stehlen. Die Geräusche hier manchmal. Ich habe Angst, ohne Waffe durch die Gegend zu laufen, deswegen... Hallo? Eine Chronologie des dritten Zeitalters. Das letzte Jahr des ersten Zeitalters. Okay, das ist aber ein Standardbuch. Bema-Becher, ja. Oh, aber die darf ich aufschließen. Oh, goldene Halskette. Hm. Habt ihr nicht gesehen? Ich will nur mal gucken. Was haben wir denn da drin? Hochzeitskleid. Und einen goldenen Ring. Ja, rein theoretisch. Wir nehmen uns das mal mit. Ich habe gehört, dass wir das vielleicht mal brauchen können. Himmelsrand für Entdecker. Der letzte König der Eileiden. Kaiserliches Schwert. Hat er hier gehaust? Oder? Also ich meine, dass hier lauter kaiserliches Zeug ist, das wird ja nicht ohne Grund. Also
gehört er zur kaiserlichen Legion? Schrein von Zenitar. Hier war offensichtlich der Schmied. Ich möchte gerne diese Goldmünze nehmen, aber es geht nicht. Huch. Ja, okay, Grafikglitch, aber das ist nicht so tragisch, würde ich sagen. Schlafbaumsaft. Sartos Tagebuch. Ich meine, warum hat der hier ein Daedra-Herz? Das ist, glaube ich, ein Daedra-Herz. Oder ist es ein Menschenherz? Wir werden es mal aufschließen. Nur um sicher zu gehen, nicht um etwas zu klauen. Nein, nein, wir wollen nur sicher gehen, was hier gelagert wird, um nicht böse überrascht zu werden. Daedra-Herz. So. Sartos Tagebuch, das hier irgendwo liegt. Mondas, erste Sonnenhöhe. In letzter Zeit sind meine Träume schlimmer geworden, also ging ich gestern zu Luki, um zu schauen, ob sie noch einen Trank hat, den ich probieren könnte. Sie sagte, wir hätten schon alles versucht, was sie da hat, und ich sollte mit diesem Traumtagebuch anfangen. Weiß nicht, inwiefern das helfen sollte. Über Träume zu schreiben und meine Gefühle auszudrücken, ist nicht die Art, wie ich erzogen wurde. Aber andererseits wird es wohl auch nichts schaden. Letzte Nacht träumte ich, ich würde den Schacht hinunterfallen, aber anstatt im Wasser zu landen, fiel ich tiefer und tiefer in die Erde hinein, und da war dieses blaue Licht. Es begann, meine Haut zu verbrennen, und dann wachte ich auf. Tja, das 22. Sonnenhöhe. Träumte, Stender würde zu mir sprechen, aber ich konnte ihn nicht hören. Er bestrafte mich für etwas, aber ich wusste nicht wofür. Dachte ständig, ich sollte etwas tun. Ich erinnerte ihn daran, dass ich die Wächter vor Jahren verlassen hatte und er nicht mehr mein Gott sei. Er war wütend. Aufgewacht. Turdas, 24. Sonnenhöhe. Habe gestern vergessen zu schreiben. Kann mich nicht mehr erinnern, was ich geträumt habe. Letzte Nacht träumte ich wieder, ich würde mit Stender reden. Er sagte, ich hätte ihn enttäuscht und dass er andere schicken würde, um zu tun, was ich nicht tun konnte. Heute gab es in der Stadt zwei Neuankömmlinge. Brandas und Liandris, alle beide Wächter von Stender. Ich konnte kein Wort von dem ausmachen, was sie redeten, aber ich wusste, wer sie waren und warum sie hier waren. Stender schickte sie, um mich zu ersetzen. Viel Glück für beide, bei was auch immer es sein mag, dass sie hier tun sollen. Fredas, 25. Sonnenhöhe. Einer von Stenders Getreuen ist bereits tot. Ging in die Tunnels unterhalb der Stadt, hat die Warnung des Jarl ignoriert, lebendig verbrannt. Sie ließen ihn einfach dort. Er umklammerte seinen schimmernden Dwemer-Helm. Brandas, der andere, liegt im Sterben. Luki kümmert sich um ihn. Ich hoffe, Stender auch. Heute Nacht keine Träume. Sundas, 26. Sonnenhöhe. Keine Träume an Loridas, aber letzte Nacht einen neuen. Der Himmel war schwarz und die ganze Stadt bebte. Überall Feuer. Bin aufgewacht. Danach wollte ich nicht wieder schlafen gehen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und eigentlich steht hier, glaube ich, auch irgendwo ein Trank. Oder stand ein Trank? Stand hier nicht ein Trank? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich dachte, hier hätte ein Trank gestanden. Vielleicht habe ich ihn auch schon aufgehoben in meiner Verpeiltheit. Ja, ihr merkt es vielleicht, ein bisschen Überlänge werde ich bei der ersten Folge machen, weil ich am Anfang wieder ein bisschen gebrabbelt habe. Aber auch nicht zu viel. Sagte sie und zog alles wieder auf eine Stunde. Okay. Also ein bisschen genauer umgucken, sollte es hier irgendwelche Grafikglitches geben. Ist jetzt aber auch nicht tragisch. Oh, dieses automatische Licht ist ja sehr toll, aber irgendwie auch nicht. I thought to myself, do I want to die in here alone? Or do I want to open that door? Ja, ich sagte zu mir selbst, will ich hier unten alleine sterben oder will ich diese Tür öffnen? Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, von welcher Tür er spricht, aber ich würde sagen, das finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid genauso angeheizt wie ich, was es hier mit auf sich hat, mit diesem Ort. Und vor allem, warum der gute Bruder auf einmal so alt ist und warum er sich selbst umgebracht hat. All das werden wir hoffentlich rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!